Servus Leute, zurück zu Heroes 6, letzte Mission der Dungeon-Kampagne von Shade of Darkness. So, das Verhängnis kam nach Kornos. Die unsichtbare Bibliothek wurde von Sheok zurückgebracht. Doch bevor sie das Herz des Königreiches der Dunkelelfen werden kann, muss sie von den Dämonen gesäubert werden, die mit ihr gekommen sind. Ist da nicht auch Kirill drin? War da etwas? Egal. Die Mission soll es in sich haben, habe ich gelesen. Das wird witzig. Okay, Gold, mehr Bewegung, mehr Macht, mehr Vermehrung. Sieht alles gut aus. Ja. Wissen in allem verwurzelt, die Welt ist eine Bibliothek. Wissen ist in allem verwurzelt, okay. Bringt mir das was? Nein. Nicht wirklich, nein. Nein, nicht wirklich. Kirill. Unsere Truppen sind bereit, mein Bruder. Oder sollte ich sagen, Milord? Menan. Ich. Sagt nichts, Milord. Spart euch die Worte für euer Volk. Ich wusste immer, der Tag würde kommen, an dem ihr euren rechtmäßigen Platz als Herr über die Clans einnehmen würdet. Jetzt geht und inspiriert sie. Sie warten. Brüder, Schwestern, viel zu lange wurden wir verfolgt, drangsaliert und fälschlich übelster Verbrechen beschuldigt. Wir wurden getrennt und gebrochen, in die dunkelsten Tiefen abgeschoben, um vergessen zu werden wie Seuchenopfer. Die Ritter des Imperiums wollten unser Land stehlen. Unsere Vettern in Irolan haben uns fortgejagt. Die Zwerge hätten uns beinahe vernichtet. Die Dämonen hätten Sklaven aus uns gemacht. All das endet heute. Heute nehmen wir uns unser Eigentum zurück. Die unsichtbare Bibliothek wird das Herz unseres neuen Reiches. Nachtsplitter, Seelennarben, Schattenmale. Heute erheben wir uns gemeinsam. Die drei Clans sind eins. Heil Malassas Auserwähltem! Heil dem Herrscher des Clans! Heil Malassas Auserwählten! Heil dem Herrscher der Clans! Wir haben es geschafft, Iris. Wir haben die Bibliothek der Gesichtslosen aus Sheok zurückgeholt. Zusammen mit einer wütenden Horde Dämonen. Wartet, höre ich ein Zittern in eurer Stimme? Fürchtet sich die mächtige Iris etwa? Ob ich mich fürchte? Diese Dämonen sollten sich besser vor mir fürchten. Nein. Du bewahrst wieder das Haus, nachdem du deine Truppen abgegeben hast. Ich habe sogar schon ein paar Drachen. Cool. Halat, okay. Oh je.
Die Stadt hat ja noch gar nichts. Okay, aber wir haben schon mal eine ordentliche Armee. Viele Dämonen. Wichtiger ist aber jetzt erstmal Ressourcen. Da drüben gibt's Holz, da drüben gibt's Stein. Und hier gibt's erstmal was zum Lesen. Achtung, herabfallende Steine. Die Ankunft der unsichtbaren Bibliothek stellt eine hohe Belastung für die Decken dieses Höhlenkomplexes dar. Vor allem in diesem Bereich, wo es so aussieht, als könnten die Felsen und Stalaktiten an den Decken jeden Augenblick einstürzen. Das Warnschild ist unnötig, denn jeder, der dieses Gebiet passiert, geht instinktiv auf die Zehenspitzen. Außer wir. Wir greifen einfach an. So. Einfach mal draufhauen. Warten, warten. Ihr werdet wichtig. Ja, ihr werdet wichtig. Weil ihr von Anfang an ordentlich Schaden machen könnt. Vielleicht habe ich doch noch einen Job für dich. Du darfst die Sachen einsammeln. Da ich die Grabschenfähigkeit nicht habe, ist es nützlich, wenn jemand das einsammelt. Dann gehen wir mal erst runter. Lilim. 128 Lilim. Auf einem Haufen. Geht sogar. Oh ja, das geht sogar sehr gut. Plus 23 Moral. Ich sehe schon. Die sind geil drauf. Zu töten. Na gut, was sehen wir denn hier? Hier sehen wir schon Inferno-Gebiet. Um Gottes Willen. Hier gibt's keine Unter- und Obergeschosse. Das ist schon mal gut. Keine Unter- und Obergeschosse bedeutet, es ist einfacher. Eine Karte reicht. Legion der Pein und Legion des Wahnsinns. Brüter, das könnte schon interessanter werden. Oh ja. Die sehen so dunkel aus. Brutmutter, sind es vielleicht schon die ausgewachsenen Kreaturen? Dann sollte ich den Drachen nach vorne schicken. Oh, interessant. Ja, das ist sehr interessant sogar. Was haben die denn für einen Effekt dauernd? Dass sie keine... Dass sie katatonisch bleibt. Keine Aktion. Das ist der Effekt der Drachen. Cool. Sprich, die haben eine gewisse Chance, dass sie nichts machen. Ich glaube, das haben die gerade gemacht. Nichts. Sehr gut. Die haben jetzt am Anfang noch keine Chance, die Gegner. Und es soll am besten auch so bleiben. Dazu brauche ich aber mehr Ressourcen, mehr Truppen und so weiter und so fort. Außerdem verbesserte Gebäude. Ah, Mist. Schattenpanther. GG. Einen bloß erwischt. Wo ist der andere? Das ist blöd. Ach, es gab bloß einen. Lol. Wann? Achso, ja, okay. Alles klar, cool. Ich dachte, es gibt zwei. Mein Fehler. Okay, Peiniger. Peiniger kriegen wir auch down. Sollte kein Problem sein. Kein Problem. Das ist so mächtig, diese Fähigkeit nochmal anzugreifen. Bei meuchelnden Kämpfern, die sowieso hohen Schaden machen, das ist so mächtig. Das nehme ich mal mit. Und du
Sammel bitte weiterhin ein. Wartet. Okay. Also müssen wir bauen. Ich brauche diese Einheiten auch. So wie diese Einheiten. Irre kriegen wir locker klein. Ich glaube, in dieser Mission spielt Zeit wieder eine große Rolle. Weil, rein theoretisch, der Gegner ist jetzt hier gespawnt und konnte sich Jahrtausende lang, oder keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist, jahrelang darauf vorbereiten oder sich hier einnisten. Heißt, da wird es einige Städte geben und es gibt zwei Fraktionen, also rein theoretisch, aufpassen. Könnten böse sein. Ja, komm. Wenn ihr schon abhaut, dann gerne. Das mit Blutfähigkeiten und so, das brauche ich sowieso nicht. Auf die Verwüste. Stink, das war eine Falle. Schlitz. Und... Oh, shit. Oh, Glück gehabt. Oh, shit. Die waren ja nicht mehr unsichtbar. Yes, mehr Angriff. Yes! Schön die Ressourcen einsammeln. Legion der Pein, Legion des Wahnsinns. Sind zwei Fraktionen und von den Namen her zwei Dämonenfraktionen. Ach, Dämonen sind lästige Gegner. Zumindest die Helden. Die können da und Feuerbälle schießen. Ein Mana-Drink. Jetzt brauche ich erstmal mehr Gold. Außerdem brauche ich die nächste Stufe der Stadt. Jetzt habe ich schon mal die Grundressourcen. Das ist nicht schlecht. Ah, easy Gegner. Wobei, so easy sind die gar nicht. Das sind 4 Stück. Das habe ich ein bisschen anders eingeschätzt. Besonders, wenn sie mich versteinern. Besonders, wenn sie meine Fankämpfer versteinern. Das ist nicht so schön. Da hilft nur die Macht des Schlitzes. Und hier natürlich im Weg rumstehen. Wie sie sich gegenseitig im Weg rumstehen. Geil. Ich mache auch schon ordentlichen Schaden. Ich mache so viel Schaden wie 5 Drachen, könnte man sagen. Von Anfang ziemlich gut. Später nützliches Gift. Soweit lasse ich sie jetzt nicht mehr. Sie geht dann noch rum und dann ist Schluss. Oh, wen haben wir denn da? Oh, 4 Kristalle, geil. Das war gut. So, jetzt darfst du das Haus hüten. Wir haben schon gebaut. Weiter geht's. Ich sehe da was sehr Nützliches vor uns. Seelengift schmelzt die... Oh, shit. Nehme ich natürlich auch mit. Besucht und was mit euch? Welche Neuigkeiten bringt ihr?
Milord, die Hexenmeister der Dämonen haben angefangen, Tore nach Sheok zu öffnen. Wenn wir diese Tore nicht zerstören, sind Verstärkungen für die Höllenbrut nur eine Frage der Zeit. Eine weitere Kraft des Chaos, auf die ich neidisch bin. Mitgehen. Deleb. Hohe Gefahr. Ach du Heilige. Deleb. Deleb ist voll stark. In Duel of Champions zumindest. Ich könnte die eigentlich auch gut gebrauchen. Und die, ja. Eigentlich alle. Aber erstmal die. Alle Kreaturen, die Value bringen, brauche ich erstmal. Zeitdruck. 10 Tage. Zerstört das Tor. Oh, super. Oh, klasse. Ach, da muss ich mit hoch. Hallo? Hohe Gefahr. Damit muss ich mich jetzt auseinandersetzen. Zeitdruck. Weiterhin. Interessant, die sind bescheiden. Die können mitkommen. Ah, gut. Und die sind trivial. Die sind auch trivial. Aha. Na gut, Angriff, Magie, Macht. Wartet, hat die denn Moral? Oh ja, geil. Mist, ich kann es nicht so einrichten, dass sie... beide blocken. Dadurch habe ich Schaden kassiert und Verluste. Ein. Dafür werden meine Stärke. Oder ich. Oder beide. Natürlich kommt ihr mit. Wir müssen da schleunigst hin und was dagegen unternehmen. Aber erstmal hier weiter ausbauen. Gold ist wichtig. Eine florierende Wirtschaft ist wichtig, wenn man Speed macht. Ja, auch Geschwindigkeit spielt. Oh, das wäre... Die Aussichtsplattform wäre nützlich. Speichern vorher. Und dann soll ich das erstmal einsammeln und dann hier. Perfekt. Ziehen lassen. Gerne doch. Diese uralte Ruine wäre ein guter Ort, meine Truppen zu schulen. Übungskurs. Sammelt 10 Holz, bringt die Rohstoffe zur Hügelfestung. Ruinen eines Schulungszentrums. Ah, interessant. Der Gegner kann da... hat bisher keinen Zugang zu mir, außer an mir vorbei. Das ist gut. Truppenschulen. Jetzt noch nicht. Muss ich die jetzt bekämpfen? Oder wie? Oder was? Sie hat hohe Gefahr. Andererseits, was soll das schon bedeuten? Hohe Gefahr. Das bedeutet, dass es eine hohe Gefahr ist. Captain Obvious, Obvious. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Oh, und dort unten liegen noch Kristalle. Die muss ich auch noch einsammeln. Deswegen lauf mir doch ein Stückchen entgegen. Wir werden... zerstört das Tor. Mensch, gibt's da viele Schattenpirsche. Ich gehe mal bis hierhin.
Das müsste reichen, um ihr entgegenzukommen. Gut, jetzt kannst du die Truppen abgeben. Ah, schön, sehr schön. Ja, gut. Ups, falsch. Da habe ich mich geklickt. So, schön, sehr schön. Ups, das war falsch. Und du musst unbedingt die Kristalle noch einsammeln. Wir haben bisher noch keine Kristallmine. Wobei, wenn ich diese Festung einnehme, habe ich auch eine Kristallmine. Geil. Dann habe ich alles Wichtige. Gold fehlt dafür. Sie ist immer noch hoch. Boah. Dann würde ich mal sagen, versuchen wir das nächste Mal gegen sie anzutreten. Hohe Gefahr. Gibt es noch irgendwelche Buff-Gebäude direkt in der Nähe? Sieht nicht so aus. Nicht auf den ersten Blick. Ah doch, dort oben. Und hier war doch auch noch irgendwo eins, oder? Ja, das da. Könnte ich rein theoretisch holen. Nee, wir versuchen es beim nächsten Mal ohne das. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.